Ja, willkommen zurück bei Kerbal Space Programm. In der letzten Folge haben wir diesen seltsam anmutenden Rover bzw. Lander hier nach Moho geschafft und Jeb ist schon mal eingestiegen. In der heutigen Folge wollen wir die nördliche Anomalie in Angriff nehmen, also untersuchen. Also mal hier, wir wollen irgendwie da runter. So, dazu müssen wir natürlich ein bisschen bremsen. Man sieht, die Stufe, die ich verwendet habe, zum hier nach Moho kommen, hat sogar noch ein bisschen Sprit. So, ich richte das mal alles ein bisschen aus. Dass man ungefähr da, wo das die Markierung ist, runterkommt. Das ist quasi so ein bisschen der Nordpol. Also ist unser erstes Bremsmanöver, was wir fliegen müssen. Und wichtig ist halt, dass wir die Umlaufbahngeschwindigkeit schön abbauen. Deswegen hier schon mal ordentlich bremsen und dann eher beim Abstieg leicht korrigieren. Damit wir auch nicht dann unten gegen den Berg knallen. So, 25 Minuten. Ich hoffe, das funktioniert. Also zum nächsten Manöver vorspulen. Wollen wir mal gucken, ob der Lander hier kann, was ich mir ausgedacht habe. Alles ein Versuch. Aber bis jetzt ging es ja alles gut. Warten wir mal die 10 Minuten. So, Vorspulen abgeschlossen. Ist Jeb guter Dinge? Ja, Jeb freut sich. Ja, und lacht wie ein Honigkuchenpferd. Wunderbar. Wir machen die Lichter an. Hier ist ein Scheinwerfer für die Landung angebracht. Hier ist noch einer. Also, ich habe hier noch zwei Stufen drüber, praktisch über der. Ein bisschen nutzen wir aber natürlich unsere Bremsstufe noch, wenn da auch noch ein paar Milligramm Treibstoff drin sind, werden wir die auch noch verbraten. So. Wir nähern uns der Bremszündung oder dem Zeitpunkt der Bremszündung. Ich muss ja zwischendurch auch die Stufen hier abtrennen, wie man sieht hier. Na komm, jetzt. Musste ganz schön oft korrigieren, aber immerhin. Gucken wir mal, wo wir aktuell rauskommen würden. So, korrigieren wir mal hier drüber ein bisschen. Na, jetzt Manöver hinzufügen. Jetzt das Ganze ein bisschen kürzer machen. Dort am Pol, da gibt es nämlich einen Geometrie-Bug. Ich mache jetzt mal diese Markierung weg, damit wir auch sehen, wo... Da gibt es eine Vertiefung, die entstanden ist beim Erstellen von Kerbal Space Program. Da treffen quasi alle Längen gerade aufeinander. Dadurch ist das entstanden und später hat Squad gesagt, ach, das sieht cool aus, da machen wir noch ein bisschen Textur drauf. Aber eine offizielle Anomalie ist es nicht. Aber eine inoffizielle. Ja, und das wollen wir uns mal probieren, ob wir die treffen. Beziehungsweise, ob wir da drin landen können. Dieser Kilometer tiefen Loch, wir müssen mal gucken, wann es losgeht, weil das Loch beginnt nicht bei 0, sondern es endet vielleicht bei 0. So, ich spule mal noch ein Stück. Die Map ist da auch nicht hundertprozentig genau. Wir wollen mal gucken. Also, 10 Sekunden. Bremsen. Und dann gucken wir mal, ob wir noch richtig sind.
Es sieht zumindest auf der Karte gut aus. Dürfen auch nicht zu schnell da reinkommen. Noch eine Minute. Und gibt's Chap auch noch gut? Ja, er ist noch guter Dinge. Also auf der Karte sieht's gut aus, aber ich glaube, die Karte und die Realität sind nicht immer ganz nah beieinander, deswegen richten wir uns mal horizontal aus und geben mal Schub. Ist die Oberflächengeschwindigkeit nicht mehr so ungefähr. Und jetzt richten wir uns wieder gegen die Flugbahn aus. Und dann können wir ordentlich abbremsen, wenn wir über dem Loch sind. Ohne in Gefahr zu geraten, hier gegen irgendwas zu prallen. Wir sinken auch schon wieder. So, jetzt müssen wir aber hier bremsen. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir mal die Stufe hier weg. Und machen den Rest mit dem dafür vorgesehenen Lander. Und jetzt habe ich hier natürlich Räder mitgebracht, die uns helfen sollen, nicht gegen die Wand zu krachen. Wie diese Stufe da. Dann hoffe ich, dass wir auch das Loch erwischen. 8 Kilometer über dem Grund. Aber der Grund ist hier nicht etwa hier die Berge, sondern der Grund ist ganz unten in dem Loch. Der Rand von dem Loch geht bei, glaube, 5 Kilometern los. So, ich gebe mal ein bisschen weniger Schub. Hier ist der Schatten von der Düse, die hier gerade runterfliegt. Ich hoffe, die Düse versperrt uns nicht dann den Zugang. Das sieht aber komisch aus, wie das da zittert. Ah, muss ein bisschen mehr Gas geben wieder. Weil jetzt treten wir. Das war die Düse. Das auch. Also die Stufe, würde ich damit sagen. Aber es scheint doch nicht alles kaputt gegangen zu sein. Mal sehen. Jetzt gebe ich erstmal etwas mehr Schub, damit wir nicht zu schnell hier runterkommen, weil die Räder halten ja auch nicht so viel aus. Also wenn man jetzt zu schnell reinkracht mit 100 Meter pro Sekunde oder so, dann nützen einem die Räder dann auch nichts mehr. Zuerst werden wir wahrscheinlich gegen diese Wand stoßen. Sehen. Jetzt sind wir schon 2 Kilometer in das Loch rein, wenn es bei 5 Kilometer losging. Aber es sieht bisher gut aus. Hier die Scheinwerfer sind noch in Aktion sozusagen. Die Räder haben ja auch eigene Scheinwerfer, ne? Ich habe auch dieser gelbe, was das da ein bisschen gelb macht, ist mein Landescheinwerfer. Kurz ein bisschen mehr bremsen. Vorsichtig. Jawohl, es klappt. Also soweit, so gut. Jetzt erstmal ein bisschen Gas wieder wegnehmen. Wir haben ja noch 2 Kilometer vor uns bis zum Grund. Irgendwie hängt das da bei 1,3 Kilometer. Ich glaube, ich weiß nicht warum. Irgendwann wird es sicherlich weiter rutschen. Hoffentlich nicht auf uns drauf. So, und Chef, wie geht's denn dem? Also man kann ja hier mal schauen. Immer noch fröhlich. Ja, der grinst die ganze Zeit. Naja, so kennt man ihn ja.
Gleich machen wir sicherlich wieder einen Sprung, deswegen werde ich jetzt wieder ein Stückchen mehr Gas geben. Dann wollen wir mal sehen, ob wir da in diesem Loch landen können. So, noch 1200 Meter jetzt. Das Ding ist hängen geblieben, warum auch immer. Tausend Meter. Und unsere Geschwindigkeit ist noch 13,5. 12,5. Gas wegnehmen, weil wir wollen ja auch runterkommen. So, und jetzt kommt es drauf an. Vorsichtig bremsen. Aber auch nicht zu viel. Das Ding soll ja möglichst gerade da reinkommen. Geschwindigkeit, glaube ich, ist eigentlich ganz gut. Sehen. Und jetzt machen wir gleich aus. Und? Wir sind drin. Wir stecken im Moho-Loch und es zittert noch ein bisschen, aber das können wir gleich beheben, indem wir nämlich einfach die Räder mal einfahren. Rutschen wir auch noch einen Meter tiefer. So. Jetzt stecken wir drin. Und wie man sieht, wenn man sich den Lander ganz genau anschaut, also jetzt erstmal hat alles gut geklappt, deswegen mal kurz auf Speichern drücken. Es zappelt immer noch ein bisschen. Oben berühren sie nicht die Wände, aber unten. Deswegen habe ich die unteren absprengbar gemacht. Das versuchen wir jetzt mal und hoffen, dass dabei nichts kaputt geht. Untere Stützen weg. Und wir rutschen noch ein bisschen rein, genau wie gedacht. So. Die liegen jetzt ganz unten drin. Und unser Lander, der steckt jetzt im Loch. So. Jetzt hatte ich ja leider. Ich glaube, eins, jawohl. Unsere Leiter, damit kann Jeb schon mal aussteigen. Versuchen die Kamera so zu drehen, dass er mal Richtung zeigt. Gut, also wir sind gelandet, leider ausgefahren. Und jetzt verlassen wir den Sitz. Los, reiß dich zusammen, Jeb. Warum hast du eigentlich das Ding an? Brauchst du nicht. Das hat er bestimmt noch von zuvor an. So. Und jetzt gehen wir mal ganz vorsichtig hier auf so eine Plattform, um wirklich bis an die Kante zu kommen. Deswegen habe ich die Plattform hingebaut. So. Und erst wenn er wirklich die Wand berührt, kann er die Flagge aufstellen. Moho. Hol. Und da hat er die Flagge wieder kaputt gemacht. Aber die ist trotzdem noch da. Erstmal wieder hoch. Also die Flagge, die liegt jetzt hier drin, hier unten, weil man in der... Naja, ob sie nur steckt oder hier unten drin, wir schauen mal. Ja, da ist er halt dort gehisst. Auch nicht so schlimm. Na, man sieht es ein bisschen. Und ich glaube, jetzt können wir nochmal kontrollieren auf der Map, ob sie auch zu sehen ist, wenn man hier die Flaggen anmacht. Ja, da ist er. Moho Hole. Bei
59, also praktisch 90, sagen wir 90 Grad, also genau im Pol. Machen wir die Flaggen mal wieder weg. So. Und ist er schon wieder runtergerutscht. Na, Chap. Ich darf man nicht zu lang allein lassen, habe ich den Eindruck. So. Laufen wir mal wieder auf in der Mitte. Eigentlich habe ich hier die Leiter damit hochklettern, aber das kann man auch von hier gleich machen. Weil als nächstes, jetzt haben wir zwar unser halbes Ziel erreicht, aber das nächste Ziel wäre natürlich wieder in den Orbit zu kommen. Jetzt kommt es darauf an, ob wir einigermaßen gerade ausgerichtet sind. Sonst müssen wir relativ schnell dann korrigieren, weil er senkrecht nach oben losmacht. Wie habe ich mir das gedacht? Also erstmal muss ich das hier ausschalten. Und er wird nur mit diesem Teil abfliegen. Deswegen von hier steuern. So, das ist schon mal gut. Und jetzt brauchen wir unser Ziel. Nicht das Landemodul, sondern den Moho Explorer. Ist immer noch als Ziel ausgerichtet. Okay. Weil wir mit dem Ding natürlich auf das zugeflogen sind, auch nicht angedockt. Umso besser. Da spulen wir jetzt so weit vor, dass das ungefähr über uns fliegt, damit wir die Richtung erwischen, in welches. Ist genau wie vom Südpol, man weiß nicht genau, wir müssen da natürlich nach Süden. Aber vom Nordpol ist natürlich in jeder Richtung Süden. Und da könnte man genauso gut dies hier einschlagen, wenn wir keine Markierungshilfe haben. Deswegen nehmen wir lieber unseren Moho Explorer über uns und versuchen einen guten Start hinzulegen. So. Aber als erstes ist es erstmal wichtig, überhaupt aus dem Loch rauszukommen. Für Chap zumindest. So, jetzt muss ich aber auch die Kamera hierhin ausrichten, sonst bleibt die Kamera hier, er macht allein hoch und ich kann ja gar nicht steuern. Also wir müssen als erstes, ich gebe mal Halbgas, ich weiß es nicht genau, als erstes müssen wir ihn ziemlich senkrecht ausrichten, damit er nicht gegen eine Wand kracht. So, Halbgas und das nächste ist absprengen. Beziehungsweise die komische Leiter einfahren, die uns jetzt gar nichts gebracht hat. Weil nicht, dass wir da dran hängen bleiben. So. Und jetzt geht's ins All. 3, 2, 1, los geht's. Achtung. Start. Nee, war's noch nicht. Nochmal. Achtung. Start. Gut. Gut, dass ich nicht zu viel Gas gegeben habe. Aber jetzt muss ich Vollgas geben. Was ist denn los? Hä? Er hängt. Ja, leider habe ich feststellen müssen, dass der Rückstarter hier irgendwie nicht genug Power hat, hier rauszukommen. Ich weiß nicht warum, nach meinen Berechnungen hätte es klappen müssen. Tja, da versuchen wir halt jetzt mit dem Triebwerk wieder. Also nochmal aus. Ist noch als Ziel gesetzt. Genau, ist es. Na dann, versuchen wir den ganzen Ding hier rauszufahren. Erstmal versuchen, ob ich die Räder wieder ausfahren kann. Fahren wir gleich ein Stück nach oben, jawohl. Hat geklappt. Ja, und jetzt gebe ich halt wieder ein bisschen Schub. Achso, muss natürlich das Triebwerk erstmal wieder aktivieren. Das sollten wir theoretisch auch da rauskommen. Wow. So, aber schön gerade hoch. So, möglichst nirgendwo anecken. So. Also, es geht wieder aufwärts. Jeff ist immer noch fröhlich. Ich weiß nicht, was jetzt explodiert ist. Ach so, dieses Teil, was da drüben war, hat sich jetzt endlich bewegt. So, und da oben geht's raus aus dem Krater. Also geben wir wieder ein bisschen mehr Schub. Können ja richtig jetzt Geschwindigkeit aufnehmen. Und da müssen wir mal gucken, in welcher Richtung
denn unser Ziel liegt. Ist ja irgendwie horizontal. Ne, gerade anders. Also schwupp. So. Und natürlich nach oben. Und jetzt geben wir ordentlich Schub. Sehen, dass man nicht so hoch kann. Nee, das ist gut. Wow. Steuerung ist gerade ein bisschen merkwürdig. So, aber jetzt sollte die Oberstufe ausreichen, von wo Chap draufsteckt. Sieht die Beleuchtung ein bisschen komisch aus? Ne, so ist besser. Gut, na dann werfen wir mal die Stufe ab. Los, Chap. So. Genau, jetzt halten wir uns einfach erstmal horizontal. Beißt ein bisschen die Zähne zusammen, aber wird schon gut gehen. Normalerweise soll das Ding alleine starten und auch alleine schaffen bis zum Ziel. Aber so haben wir halt ein bisschen Sprit gespart und den restlichen Treibstoff auch von der Landestufe verwendet. Naja, es scheint ja wahrscheinlich zu gehen, mal sehen. Also erstmal gilt es hier überhaupt eine Umlaufbahn zu fliegen. Die ist, glaube ich, bei 600-700 Meter pro Sekunde erreicht. Und dann müssen wir noch versuchen, ein Rendezvous mit unserem Ziel herzustellen. Ja. Geschwindigkeit nimmt zu. Kann sein, dass ich bei meinem Test irgendwie die Batterie nicht drin hat oder was. Also mein Test auf dem Moon, da hat es geklappt. Auch in Relation zu Moho. Irgendwie ging es diesmal nicht oder kam er nicht hoch. Deswegen zoomen wir es jetzt mal so. Hauptsache, er kann die Umlaufbahn erreichen. Das können wir noch schon ein bisschen höher ausrichten. Dass er uns nicht wieder absinkt. Jetzt haben wir schon eine 600 Meter pro Sekunde erreicht. Ah, jetzt ist er wieder fröhlich. Er ist fast überschwänglich. Quasi. So, 650 gleich. Ja, langsam wird es gestreckter. Wahrscheinlich brauchen wir 750 oder was, keine Ahnung. Wir werden es erleben. Ich habe noch nicht gemerkt, was der draußen für eine Geschwindigkeit hatte. Wir sind auch schon ein bisschen niedriger als unser Ziel. Klar, gleich haben wir die 700 erreicht. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Auf jeden Fall brauchen wir, glaube ich, keine 1000. Jetzt streckt es sich schon. Und unsere Aufstiegsstufe, beziehungsweise unser Putter, oder Putter, den hatten wir. Der wird gleich gegen Moho krachen. Den brauchen wir auch nicht mehr. Denn seinen Dienst hat er getan. So, jetzt wird's. Jetzt können wir schon mal ausmachen. Wir müssen ja einholen. Na gut, mach mal noch den kleinen Schwung. Schnittpunkt.
Zielposition bei Schnittpunkt. Naja, das passt schon. Also fliegen wir das Manöver in einer Minute, 9 Sekunden noch. Und dann sind wir schon mal in der Umlaufbahn. So, kann man ein kleines bisschen spulen. Schauen wir. Wir kommen noch zu niedrig, es kann noch ein bisschen mehr sein. So. Hier ist der Schnittpunkt, hier ist der Schnittpunkt angeblich. Hier sieht es aber näher aus. Also, fügen wir Manöver hinzu. Guck mal, wie lange wir warten müssen, bis die sich annähern. So. Sind hier 10 Kilometer über dem Boden. Aber ich glaube, hier gibt es keinen Berg, der 10 Kilometer ist und wir werden hier 3,3 entfernt. Gut, spulen wir mal die Stunde 30 Minuten vor. Oh je, das dauert. Wir wechseln mal zu dem Satelliten und spulen mal hier noch eine Stunde vor, weil dann lässt sich schneller spulen. So, müssen wir aber genau aufpassen. Jetzt haben wir 3,45, bei 4,45 ist es erreicht. Also bei 4,30 können wir mal stoppen und wieder zurückwechseln. So, jetzt sind es noch 14 Minuten, das haben wir gut gemacht und das können wir jetzt noch schnell vorspulen. Okay, Gegenrichter. Das ist der nächste von hier. Und wir sehen, wir können noch was rausholen, indem wir auf der Gegenseite noch ein bisschen korrigieren. Also hier. Oh, zoomen wir von hier. So. Also. So nicht. Genau, so. 2,9 haben wir jetzt schon. Sagen wir 0,4 und den Rest hin. Könnte sogar Chap dann mit seinen RCS düsen. Da. Gut, also 2 Sekunden hier drüben. Dann gehen wir zu dem Manöver.
So, 2 Sekunden. So, jetzt versuchen, das exakt zu machen. War nicht sehr präzise. Habe ich keinen Strom mehr oder was? Ah. Daran habe ich nicht gedacht. Vielleicht wenn man... Ich weiß gar nicht, ob ich die Triebwerke jetzt noch einschalten kann. Ich warte mal, wenn es wieder vorbeikommt, ob dann die Triebwerke noch aktivierbar sind oder ob es das war, dann müssen wir den ganzen Spaß nochmal machen. So, haben wir Strom dadurch gewonnen? Nein. Aber wir kommen jetzt bei 0,8 Kilometer Entfernung raus und dann macht das der Chap halt mit RCS die Entfernung. So, also spulen wir mal hier vor. Wir sind zu nah an der Oberfläche, um vorzuspulen. Gucken, ich hoffe mir. Gut, bei 9 Kilometer ist unsere niedrigste Punkt erreicht. Ich wechsle mal zum Moho Explorer. Alter, Moho Explorer muss ich ja auch mit dem Ding treffen. So. Kann ich hier die 11 Minuten spulen, da kommt der andere wieder hoch inzwischen. Oh, kann man noch mehr. So, wechseln wir. So, 28 Meter pro Sekunde. Ich kann er leider nicht ausrichten. Also wird Chap versuchen mit seinen RCS zu machen. Gut, gucken wir mal, wo überhaupt unser Ziel ist. Da ist Moos Randolit, das ist nicht unser Ziel. Da drüben, 6,9 Kilometer. So, spuren wir noch ein bisschen. Also bis jetzt noch nicht alles so gelaufen wie geplant, aber vielleicht schaffen wir es ja trotzdem. Mal gucken. So, 2 Kilometer, 1 Kilometer. So, und jetzt verlässt Chip den Sitz. Sitz verlassen. So. Jetzt brauchen wir trotzdem unser Ziel. So, also da unter uns ist der irgendwo. Jetzt richten wir uns aus. So, erstmal RCS anmachen. So.
sieht ja gar keine Veränderung. Gut. Also wir fliegen schon mal aufs Ziel zu, aber wir müssen langsamer werden, unbedingt langsamer. Nicht so einfach das Ganze, aber jetzt fliegen wir nur noch mit 8 Meter pro Sekunde aufs Ziel zu. Das ist schon mal gut und wir haben noch genug RCS. So. Leider. Ach so. So richtet man hier die Kamera, beziehungsweise Chap aus, indem man die Kamera bewegt. Naja. So, jetzt unbedingt abbremsen. Machen wir die Scheinwerfer an. Ha! Und wir sind wieder drin. Okay. Also wie gesagt, das hat nicht so geklappt wie vorgesehen, aber wir haben es trotzdem geschafft. Wir haben unsere Pflanze im Moho-Loch, unsere Flagge im Moho-Loch postiert. Und als nächstes müssen wir eigentlich nur noch nach Hause fliegen. Ja, ob uns das gelingt, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ob wir erfolgreich auch nach Kerbin zurückkommen können. Also wir haben 2 Easter Eggs gesehen. Eins oben, eins unten. Ich kann ja noch mit Flaggen anmachen. Ne? Und in der nächsten Folge versuchen wir Kurs Kerbin zu setzen. Oder ob uns das auch irgendwie gelingt. Wir werden es nächste Woche erfahren. Bis dahin, macht's gut, euer Astronier.